zu einer Vier-Parteien-Koalition geführt. Die Parlamentssprecher appellierten einstimmig an Eder, er möge sich bei Kreutler entschuldigen, da dieser durch die Etikettierung linkslastig und einseitig in Gefahr gerate, von den Todesschwadronen der brasilianischen Großgrundbesitzer ermordet zu werden. Bischof Kreutler ist nun auch Gast im folgenden Club 2 mit dem Titel »Sind wir noch zu retten? Rio-Konferenz, Sorgen und Hoffnungen für unseren Planeten«. Can you hear me? Papa, can you see me? Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. In wenigen Tagen beginnt in Rio de Janeiro die große UNO-Konferenz zum Thema Umwelt und Entwicklung. Von einigen mit vielen Hoffnungen betrachtet und besehen als Erdgipfel, von Kritikern als eine Menge produziertes Papier betrachtet. Wir wollen heute Abend darüber reden, was von Rio zu erhoffen ist, was von Rio zu erwarten ist. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute Abend zwei Gäste aus Brasilien da haben. Als Ehrengast Bischof Erwin Kreutler. Er ist geborener Vorarlberger, Missionar vom kostbaren Blut. Bischof Kreutler ist Bischof von Xingu, das ist das größte Bistum Brasiliens, ungefähr 4,5-mal so groß wie ganz Österreich. Er war jahrelang Vorsitzender des Indianermissionsrates, ist Träger zahlreicher Preise für Menschenrechtsarbeit und Entwicklungshilfearbeit im In- und im Ausland. In Österreich vielleicht etwas weniger bedankt, wie Sie ja alle aus den letzten Auseinandersetzungen wissen. Ich habe von ihm hier eine Art Lebensbeschreibung, um nicht zu sagen Biografie. Neben ihm Herr Ernst Röck, Vorstandsmitglied der Undasch AG in Amstetten. Die Undasch AG produziert Verschalungen und Bauteile für Kraftwerke, die unter der Markenbezeichnung Doka auch weltweit vertrieben werden und unterhält in diesem Bereich auch seit Jahren eine Tochtergesellschaft in Brasilien. Frau Claudia von Mombar vom Europäischen Büro der Weltbank aus Paris heute zu uns gekommen. Sie war noch lange bei den Vereinten Nationen tätig, unter anderem auch in Lateinamerika. Dr. Carlos Soares, ebenfalls extra für uns heute aus Brasilien gekommen, studierte Soziologie und Philosophie in Portugal, Frankreich und München, daher auch das lupenreine Deutsch. Arbeitete mehrere Jahre lang als Gutachter für Umweltverträglichkeit im Amazonasgebiet und als Raumplaner für die brasilianische Regierung und ist jetzt Gründer und Vorstand der Salve Floresta, eines Vereins zum Schutz des brasilianischen Regenwaldes und seiner einheimischen Bewohner. Neben mir Jakob von Uexküll, in Uppsala in Schweden geboren, lebt in London. Jakob von Uexküll ist der Gründer des sogenannten Alternativen Nobelpreises, der seit 1980 jährlich vergeben wird, an besondere Projekte, Bemühungen, Einzelinitiativen im Rahmen der Entwicklungshilfe. Das von Ihnen. Auch, wir freuen uns, dass Sie auch ganz speziell heute zu uns gekommen sind. Eine der wenigen Österreicherinnen, Katharina Nenning, Mitarbeiterin von Global 2000 Österreich. Katharina Nenning ist Expertin für den Regenwald, hat zu diesem Thema auch viel publiziert und Global 2000 betreibt überhaupt seit Jahren in Österreich Lobbyarbeit für den Regenwald. Es gibt auch dieses Buch Regenwald, wo auch von Katharina Nenning Artikel drinnen ist. Neben ihr Dr. Stefan Oschmann, wissenschaftlicher Direktor bei Merck, Sharp und Dohm, dem weltgrößten Hersteller pharmazeutischer Produkte. Herr Oschmann hat auch Entwicklungsprojekte der Welternährungsorganisation geleitet. Ja, der Club 2 heute Abend heißt, sind wir noch zu retten? Mit einem auch ironischen, vielleicht selbstironischen Fragezeichen. Herr Bischof, was erhoffen Sie von Rio? Die Frage, was Sie von Rio erwarten, ist ja wahrscheinlich wieder eine andere.
Was ich mir von Ria erhoffe, ist, dass endlich der Umdenkprozess ins Laufen kommt. Ich meine, wenn man die Frage stellt, sind wir noch zu retten, dann wollen wir das alle mit Ja beantworten. Aber das hängt natürlich von uns allen ab. Und man muss vielleicht die Dinge so sehen, von Europa aus denken wir immer, es geht um die Rettung des Regenwaldes, es geht um die Rettung des Gebietes, in dem die Indianer wohnen. Oder man sieht den Regenwald als irgendwelche anonyme Größe. Er muss einfach gerettet werden. Aber wir sehen uns von drüben, sehen wir die Dinge etwas anders. Wir wollen auch die Menschen in diesem Regenwald retten. Also nicht den Regenwald als Regenwald. Es geht ja nicht um eine anonyme Größe oder um eine Umwelt, sondern meines Erachtens geht es um die Mitwelt von Völkern und von Menschen. Und man spricht von der Bewahrung der Schöpfung, ja, aber da gehört der Mensch auch dazu. Ich habe in der letzten Zeit, ich komme ja gerade von drüben, ich habe das wieder erlebt, wie Leute sagen, wie können wir überleben? Also wie kann der Mensch in Brasilien, im Amazonasgebiet überleben, in seiner Umwelt, die für ihn Mitwelt und Heimat ist? Das ist die Frage. Man kann zu ihnen sagen, bitte, der Regenwald darf nicht abgebrannt werden, aber man fragt sie auf der anderen Seite, was können diese Leute tun, um das Land wieder urbar zu machen? Sie haben keine andere Chance. Für den Großgrundbesitzer ist das etwas Leichtes, aber für den Kleinen ist das sehr schwierig. Wie kann er überleben, ohne dass er Brandrodung betreibt? Ich meine, das möchte ich gleich sagen. Die Leute wollen leben und überleben. Sie sind natürlich dafür, dass ihr Lebensraum bewahrt wird. Auf der anderen Seite haben sie keine andere Möglichkeit, das Land urbar zu machen und zu bebauen. Es sei denn durch Brandrodung. Und da ist eben für uns die Schwierigkeit drin. Was können wir tun? Und wie können wir überleben? Ich meine, das möchte ich nur gleich zum Anfang sagen. Es geht mir immer um eine ganzheitliche Schau des Regenwaldes, Amazoniens, dieses Landes, dieser Heimat von Menschen und Völkern und insbesondere der Indianervölker, die dort noch leben und den Jahrhunderte alten Massaker noch überlebt, diese Massaker überlebt haben. Die jüngsten Regierungserklärungen sind Papier geblieben oder haben etwas verbessern können? Gut, ich möchte fast sagen, durch internationalen Druck hat der jetzige Bundespräsident Fernando Collor de Mello tatsächlich die Abgrenzung des Yanomami-Gebietes verfügt. Und das ist, ich habe jetzt gerade vor kurzem gehört, bevor ich hergekommen bin, das ist, glaube ich, in der Endphase der Demarkierung. Aber in Europa hat man den Eindruck, das Indianerproblem sei geregelt, dadurch, dass das Yanomami-Gebiet abgegrenzt ist. Es gibt ja 100 andere Völker, denen das Gebiet noch nicht abgegrenzt worden ist und bei denen noch kein Dekret vorliegt oder ein Beschluss der Regierung vorliegt, dass dieses Gebiet tatsächlich abgegrenzt werden kann. Und dadurch ist natürlich Tür und Tor geöffnet für alle möglichen Invasionen, sei es von Holzhändlern, sei es von Großgrundbesitzern, sei es von den Bergwerkgesellschaften oder den Garimpeiros, wie wir sie nennen, die Goldsucher, Goldgräber. Dadurch, dass dieses Gebiet nicht abgegrenzt ist und auch nicht durch einen Präsidentialentschluss garantiert ist, ist für die Indianer jede Überlebenschance genommen. Und da, glaube ich, hat man oft einen falschen Eindruck. Natürlich, Gott sei Dank, ist das Yanomami-Gebiet, wird das abgegrenzt. Das heißt natürlich auch noch nicht, dass es bereits garantiert ist für die Indianer. Weil einfach abgrenzen und sagen, bis dort, von da bis dort, das gehört den Indianern, das ist noch zu wenig. Es muss eine Garantie da sein, dass diesem Volk, das sein Lebensraum geschenkt und intakt erhalten bleibt. Ihr Engagement stößt das in Brasilien selbst auf was für Reaktionen? Ich kann mir vorstellen, dass das ja auch nicht nur bequem ist. Ja, bequem ist es nie, weil man ist ja, wie man ja gesagt hat, einseitig. Ich meine, in dem Augenblick, in dem ich mich auf die Seite der Indianer stelle oder für die Armen eintrete, bin ich auf einer Seite. Ich kann ja nicht dem Teufel und dem Herrgott zugleich eine Kerze anzünden. Also auf der einen Seite die Indianer vertreten oder verteidigen oder mit ihnen um ihr Überleben kämpfen. Es geht ja nicht nur um ein Für-Sie-Dasein, sondern mit ihnen, damit sie leben können. Und in dem Augenblick bin ich natürlich gegen die Interessen vieler Leute, die ja auf dieses Gebiet schauen. Die Holzhändler sind ja absolut nicht in dem Sinne meine Freunde, wenn ich sage, ihr dürft nicht hinein in das Indianergebiet, das gehört euch nicht. Oder wenn man in aller Öffentlichkeit diese Invasionen anprangert, dann macht man sich natürlich keine Freunde unter diesen Leuten. Auf der anderen Seite, man kann nicht für die Indianer da sein und zuschauen, ohne dass man irgendwie einen Finger bewegt, zuschauen, dass ihnen das Gebiet genommen wird, dass das Holz geschlägert wird, dass Raubbau
Aufbau gemacht wird. Darf ich was klein dazu sagen? Es geht genau um diese Indianerfrage, die für uns auch sehr wichtig ist. Brasilien hat vor 4 Jahren die neue Verfassung ausgearbeitet. In dieser neuen Verfassung war die Indianerbewegung, da waren die der Bischof Kreutler als Präsident von CIMI, Conselho Indígena, Missionario. Und es gab eine große Gruppe in Brasilien, die Unterstützer für die Indianerbewegung. Und da hat sich herausgestellt, die Indianer wollten das Reservat, das Gebiet, wo sie wohnen, als Ganze für sich beanspruchen. Und zwar, das Universum darf nicht geteilt werden. Das oben, was oben auf dem Boden ist und was unten, Ausgang, Gestein, alles. Also die ganze biologische Vielfalt, mineralische Vielfalt, also mineralische Reserve, die Indianer wollten das alles haben. In diesem Moment hat sich ganz deutlich gezeigt, wie die Welt sich verteilt. Ich habe Dokumente dabei, wo die Bergbauindustrie, die Chemieindustrie, die Pharmaindustrie, die Tropenholzhändler alle sich geeignet haben, alle Lobby gemacht haben, alle das Gesetz boykottiert und heute in Brasilien nach der neuen Verfassung haben die Indianer keine Rechte. Der Eigentümer ist der Staat, wer bestimmt, was aus diesem Boden gemacht wird, Reserve, mineralische Reserven, die biologische Reserve, die Nutzung von Pflanzen, von medizinischen Pflanzen, das bestimmt der Staat. Und Indianer, die jahrhundertlange diese Kräuter, diese Pflanzen genutzt haben, haben heute immer noch, ja 1992, keine Rechte. Und jetzt in dieser Umweltkonferenz geht es auch darum, um den Schutz der biologischen Vielfalt, die bis heute nicht anerkannt wird. Und der Kräutler war dabei, die Indianer zu unterstützen, sein Name kam immer. Auf der anderen Seite ihre Feinden, die großen Gruppen, groß internationale Konzerne, die Pharmakonzerne, die haben vollkommen boykottiert. Und wird es in Rio Vertretungen oder werden Indianer gehört werden? Darüber ist eine Plattform, wir haben eine Plattform geschrieben, der Ex-Umweltminister Lutzenberger hat auch dafür sich engagiert, dass es geht darum, zu versuchen, den biologischen Vielfalt des Regenwaldes oder Lizenzgebühr für die Einheimische, für die Naturvölker zu gewinnen, zu erhalten, dass diese Menschen, wenn Gruppen, Biologie, botanisch, vor allem diese Biotechnologie, Gentechnik, wenn man erfährt oder wenn man diese Forschung treibt, dass die Naturvölker Rechte bekommen oder Lizenz bekommen. Es ist ein ungeheuer Kampf. Sie wissen, der Lutzenberger wurde jetzt abgefeuert. Wir wissen, das sind die großen Konzerne, die den Lutzenberger nicht wollten. Lutzenberger war Umweltminister bis vor 2 Wochen. Und man sieht, dass der Kampf im Regenwald nicht nur um Holz, nicht nur um Indianer, das ist eine ungeheuer Verflechtung von internationalen Interessen. Dieser Kampf spiegelt sich da drinnen. Und wir denken in Europa, Regenwald ist nur Indianer, nur Bäume. Aber das ist nicht wahr. Das sind strategische Rohstoffe, wertvolle Rohstoffe. Ich gebe eine Zahl. 1985 hat die amerikanische Pharmaindustrie 14 Millionen Dollar aus Rohstoffe für die Pharmaindustrie. 14 Millionen Dollar. Heute importiert die amerikanische Industrie ungefähr 20 Millionen Dollar und macht daraus Medikament für 80 Milliarden Dollar. Die Indianerbevölkerung kriegen nichts. Ich sage auch gleich Ihnen ein Beispiel. Ihre Firma benutzt ein Medikament, das heißt Pilocarpine. Pilocarpine ist eine Pflanze aus Amazonien und wird durch ihre französische Niederlassung, das ist der Sharp Dome, oder wird Scherbe. Es gibt Chibre. Chibre, ja. Das ist eine Tochter, eine hundertprozentige Tochter von Merck. Und diese Pilocarpin braucht man, wenn man grüne Starn, also für Glaukoma. Pilocarpus ist diese Pflanze. Diese Pflanze ist eine Erfindung von Indianern. Und seit langer Zeit wird von dieser Firma Merck getrieben und die Indianer haben keine Chancen, irgendeinen Pfennig daraus zu bekommen. Und es gibt viele Beispiele. Ja? Es gibt viele Beispiele. Und wir haben Kann ich dazu kurz sagen, bitte. Eine kleine Erklärung. Es gibt da ein bisschen Verwirrung mit den Namen. Es gibt verschiedene Firmen mit dem Namen Merck oder Merck Sharp & Dohme. Wir heißen in den USA Merck oder Merck.
Wir heißen in Europa Merck, Sharp & Dohme. Es gibt eine andere Firma, eine deutsche Firma, E-Merck, in Darmstadt, die diese Sachen herstellt. Aber es ist richtig, wir kaufen wiederum von anderen Firmen auch Pilocarpin. Das ist eine Sache, die ich heute mit einem Kollegen, einem anderen Wissenschaftler, diskutiert habe. Also diese Frage muss man heute in dieser Weltkonferenz lösen, weil in dem Moment, wo die Indianer Recht brauchen, um ihre Reservat zu bekommen oder zu erhalten, wäre ohne weiteres auch für eine Pharmaindustrie sinnvoll, wenn sie sagt, ich unterstütze die Indianer, weil dafür kann ich dort erforschen. Ja. Aber passiert umgekehrt. Sie zerstören, also jetzt nicht, Sie haben kennen gegen... Kennen Sie das Projekt, ich kann jetzt nicht über Brasilien sprechen, aber kennen Sie das Projekt, das InBio-Projekt in Costa Rica? Ich kenne, ich habe schon sehr viel davon gelesen. Ja. Aber können Sie es kurz beschreiben? Ja. Bitte. Das ist eine Vereinbarung zwischen InBio und uns. InBio ist ein wissenschaftliches Institut in Costa Rica, das auf Empfehlung der Regierung von Costa Rica gegründet wurde. InBio ist ein Naturschutzinstitut, das sich zum Ziel gesetzt hat, die biologische Vielfalt in Costa Rica zu erhalten. Und ist Costa Rica jetzt durch seine Brückenfunktion zwischen dem nordamerikanischen und dem südamerikanischen Kontinent ökologisch besonders wichtig oder interessant. Also sind ungefähr 5% der gesamten biologischen Vielfalt auf der Welt sind in Costa Rica. Aber in Costa Rica gibt es kaum Regenwälder mehr, da muss man vorher sagen. Es ist alles abgerodet, muss man ganz deutlich sagen. Andererseits 25% der Fläche von Costa Rica sind unter Naturschutz gestellt. Costa Rica ist ein kleines Land, natürlich ist ungefähr die Größe von Dänemark. Aber wir sind von InBio, um das beschreiben zu können, um was es geht, von InBio angesprochen worden für eine neue Art von Vereinbarung zwischen Naturschutzinstitution oder Regierung auf der einen Seite und Industrie auf der anderen Seite. Und wir haben im September letzten Jahres diese Vereinbarung getroffen, die bedeutet, dass unsere Firma $1 Million, also das sind ungefähr 10 Millionen Schilling, an das Institut bezahlt über 2 Jahre und von dem Institut InBio Proben zur Verfügung gestellt bekommt. Es dreht sich also nicht darum, dass jetzt Leute in den Regenwald oder es gibt ja auch andere wichtige Biotope gehen, um dort zu ernten, sondern es werden einmal Proben genommen und diese Proben werden von uns analysiert und wir schauen, ob wir interessante Stoffe da drin finden. Wenn wir interessante Stoffe finden, wird in Zukunft die Regierung von Costa Rica und InBio Lizenzgebühren von uns erhalten. Die Frage jetzt, an wen das direkt geht, also wir können nicht direkt natürlich an Indianer Wer bestimmt die Lizenzgebühren? Die Lizenzgebühren sind in einem Vertrag festgelegt zu den Bedingungen, die auch zwischen, sagen wir mal jetzt einem zwischen uns und einem Institut in USA oder in Österreich oder so getroffen würden. Also sind vergleichbare Bedingungen, die im Vertrag festgelegt sind. Was noch weiter wichtig ist, es ist ein Technologietransfer-Komponente mit dabei. Es werden Wissenschaftler aus Costa Rica bei uns ausgebildet. Wir installieren dort auch wissenschaftliche Geräte. Es werden dort neue Methoden zur Extraktion entwickelt. Und es werden Arbeitsplätze geschaffen für, was man Taxonome nennt, also botanische, zoologische Systematiker, ganz wichtige Sache. Das sind Leute aus der Region, die dort leben, die sich auskennen. Es ist nicht, dass da eine Horde von Gringos dann nach Costa Rica einfallen wird, sondern es sind Leute aus der Region, die speziell jetzt dafür ausgebildet werden und die dann Proben sammeln. Also ja, es klingt immer so schön, wenn man so redet, aber wenn man vor Ort steht und wohnt und lebt dort, dann sieht das, dass es kommt einfach eine Menge von Projekten, Computer, Geräte und die ganze Geheimnis werden wegtransportiert, dass diese Länder gar nicht erfahren, was in der Wirklichkeit hier geforscht wird. Und nachher kommen dann Patenten, gentechnische Patenten,
wo diese Länder dann auch bezahlen müssen von Produkten, die sie selbst dort haben. Nein, ist in diesem Falle nicht so. Es ist ganz, also das ist vertraglich ganz klar festgelegt zwischen Costa Rica und uns. Auch wenn wir Substanzen nehmen und die dann verändern, in irgendeiner Art und Weise, was ja üblicherweise der Fall ist, auch gentechnisch, würde auch Costa Rica dann Lizenzgebühren bekommen. Wir haben, also, wir haben verschiedene von unseren Produkten bisher auch schon aus Naturstoffen gewonnen. Wir glauben allerdings, Sie haben recht, wir glauben nicht, dass wir damit die Welt retten werden. Das ist ganz klar. Man kann die genetische Manipulation treiben, dass niemand mehr herauskommt und sagt, ah, das war hier im Regenwald vorhanden. Nein, das ist die Gentechnologie geht so weit, dass man gar nicht mehr feststellen kann. Und das wird alles patentiert. Das ist ganz klar festgelegt und wir wollen da eine gute Partnerschaft mit dem Institut in Costa Rica haben. Herr von Lichtenstein, wie gefällt Ihnen das Projekt? Also ich meine, man muss erst mal ganz klar sagen, dass es natürlich was Neues ist und sicher auch zustande gekommen ist durch den ganzen Druck der Umweltbewegungen und der Einheimischen in diesen Ländern. Denn bisher war es ja so, dass alles, was dort existierte, das wurde einfach als gemeinsames Erbe der Menschheit angesehen. Das heißt also, die Reichen aus dem Norden, die Repräsentanten der Firmen, die gingen dahin, haben das alles gesammelt, die ganzen Proben, und haben das dann zurückgebracht in die Industrieländer. Da wurde das dann so etwas manipuliert von Männern in weißen Kitteln und nach ein paar Minuten war das nicht mehr das gemeinsame Erbe der Menschheit, sondern da war es dann patentierbar und man hatte überhaupt nichts gezahlt an die Einheimischen. Und da hieß es immer, naja, aber das ist doch da in der Natur irgendwie, die haben doch nichts damit gemacht. Und das ist natürlich ein großer Unsinn, denn die Einheimischen, die Indianer, die Bauern, die haben das natürlich über Jahrtausende lang dieses Wissen aufgebaut. Die haben ja diese Pflanzen auch zum Teil gekreuzt. Das ist ja nicht einfach, was da herumwächst. Und dieses Wissen der Armen wurde also von den Reichen angeeignet und bisher wurde überhaupt nichts dafür bezahlt. Deswegen muss man schon sagen, das hier, was hier beschrieben wird, das Projekt in Costa Rica, ist eine Ausnahme. Gleichzeitig muss man sich natürlich fragen, ob das jetzt ein genereller Weg ist. Wie zum Beispiel würden Österreicher sich fühlen, wenn eine japanische Firma in Österreich sowas anbieten würde? Ist das denn diese Patentierung von Wissen, ist das der Weg nach vorne? Man sagt dann, naja, wenn es nicht gemacht wird, dann ist dieses Wissen bald verschwunden, weil die Regenwälder und die anderen Wälder, in Costa Rica sind es ja trockene Wälder meist, die völlig zerstört sind, ist überhaupt nichts mehr da. Und das zeigt also den Druck, vor dem wir stehen. Nicht? Es ist ein problematisches Projekt. Aber man muss auch betonen, dass das bisher nicht so ist, wie die meisten Firmen sich verhalten. Da ist es noch viel schlimmer. Aber wir patentieren nichts. Also wir mieten für kurze Zeit das Recht, diese Proben auswerten zu können. Würden Sie das machen mit den Medikamenten, die Sie schon heute in Millionenfach verkaufen zum Beispiel? Würden Sie auch mit den anderen Medikamenten sagen, okay, ich habe Ethik, ich will meine Firma jetzt einen Friedensschluss machen. Ich will jetzt Patenten an die Völker, wo ich zum Beispiel Pilocarpine gewonnen habe. Ich möchte jetzt dem Völker Patent geben. Glauben Sie, wir haben kein Patent für Pilocarpine. Verkaufen viele, ich weiß. Ist meines Wissens nicht aber unter Patent. Aber wäre zum Beispiel auch so. Sie denken an eine generelle Rückzahlung sozusagen. Eine Wiedergutmachung. Es gibt aber auch ein anderes Problem, was mich irgendwie stört. Also ich kenne keine ökologische, so eine Umweltgesamtbilanz ihrer Produktion. Sie sind eine Firma, die viele Produkte produziert, die umweltschädlich sind, wie also alle Firmen ihrer Branche. Und jetzt plötzlich stehen sie jetzt als die großen Umweltschützer, weil sie da auf einem kleinen Gebiet eine Vorreiterrolle gespielt haben. Und beeindruckend ist es natürlich erst, wenn sie ihre gesamte Produktion durchsehen und sich fragen, wie man das umweltfreundlich machen kann und nicht nur einen Schritt weiter machen als ihre Kollegen in einem kleinen tropischen Land, nicht? Sondern das muss man schon etwas in einer anderen Größenordnung sehen. Also um das nochmal zu sagen, wir wollen uns nicht als Retter der Menschheit darstellen durch dieses Projekt. Wir glauben aber, dass es ein interessanter, neuer Ansatz ist. Den wir und auch Costa Rica jetzt über die nächsten Jahre testen wollen. Die Umweltverträglichkeit unserer Produktion, da können wir gerne vielleicht separat drüber reden. Das ist eine lange Geschichte. Wir haben aber sehr, also in unserer Firma, sehr strenge Ziele. Wir haben jetzt erst erreicht, dass wir zum Beispiel den Ausstoß von gewissen toxischen Substanzen um 90% verringert haben, etc. Aber da machen wir uns natürlich auch sehr viel Gedanken drüber. Eine Firma, die im Gesundheitsbereich arbeitet, kann nicht einfach verantwortungslos im Umweltbereich sein. Ist das eine Umkehr bei der Image-Strategie einer Firma?
die in dem Fall nicht nur Sie betrifft, ist, dass Daimler-Benz betreibt jetzt auch ein großes Entwicklungsprojekt im Amazonasgebiet. Ja. Ich glaube, die Begründung war umweltfreundliche Imageänderung. Das ja, die Mercedes-Benz hat auch eine Projekte nicht weit von Xingu, wo sie versuchen, auch kleine biologische Landwirtschaft auch zu unterstützen. Man sieht schon dahinter, dass Mercedes, wenn man die Autos von Mercedes sieht, die 25 Liter Benzin auf 100 Kilometer brauchen, diese große Limousine, die wiegen 2 Tonnen, ja, wie sie jetzt einfach voll mit 300 PS auf der Straße hier in München, in Deutschland fahren, und dann sieht man, dass Mercedes jetzt will kleine Projekte in Brasilien. Und wenn ich eine vortrage, ich lebe in Deutschland, in Österreich, für Vorträge. Und wenn ich sage, ich unterstütze kleine Projekte, da sagen sie mir die Leute, ah, das ist ein heißer Tropfen auf dem Stein. Und da sage ich, ja, aber ich bin eine Carlos, ein kleiner Mann, ich habe nichts hinter mir. Und ich lebe, diese Sache hatte interessanterweise hier mit dem Club 2 angefangen, diese Salveförderung. Ich bin vor zwei Jahren habe ich hier mit dem Lutzenberger eine Diskussion über Regenwald. Und da wurde ich eingeladen und seitdem, ich habe eine ungeheure Unterstützung von Menschen in Österreich, in Deutschland bekommen, Einladung, Vorträge. Und heute haben wir vor kurzem von 3 Familien aus Österreich ein großes Gebiet bekommen in Brasilien, Geschenke, Gespendete, und bauen wir dort eine ökologische Schule für Kinder, für Erwachsene, für Naturfreunde und so weiter. Also diese Sendung hat eine ungeheure Wirkung. Weil so viele kleine Menschen da sehen, so viele kleine Bürger, und die so gern solche Projekte sehen. Aber wenn ich sowas sage, ich mache solche Projekte, dann kriege ich sofort, ah ja, das nutzt gar nichts. Aber daher, dann kommt Mercedes-Benz und sagt, ich mache auch genauso. Ja, dann frage ich mich, was ist dahinter? Ja, was wollen Sie? Ich möchte vielleicht mal noch grundsätzlich jetzt einmal zu diesem Problem Regenwaldzerstörung gehen. Wir wissen ja über die Ursachen der Regenwaldzerstörung. Wir wissen, der Holzhandel ist eine Ursache. Wir wissen, industrielle Großprojekte, Firmen, die im Regenwald tätig sind, multinationale Konzerne sind verantwortlich an der Regenwaldzerstörung, sei es in Brasilien, sei es in Afrika oder auch in Südostasien. Ich möchte aber jetzt noch grundsätzlich zurück zu diesem neuen Schlagwort, das jetzt sehr propagiert wird, sanfte Nutzung, oder generell hausiert man jetzt mit dem Begriff Sustainable Development, und es weiß eigentlich niemand, was ist bitteschön Sustainable Development. Und da komme ich jetzt dazu. Es ist schön und gut, man hat jetzt, also früher hat man immer gesagt, die indigenen Völker, die Ureinwohner sind primitiv, das traut man sich heute nicht mehr sagen. Jeder wird es sehen, die Menschen vor Ort sind die besten Hüter der Wälder. Sie wissen als Einzige, wie sie dieses komplexe Ökosystem nutzen. Und das wissen aber jetzt auch schon Konzerne. Also so weit sind wir schon auf der Ebene, dass auch multinationale Konzerne hier das Wissen schätzen und dass man jetzt auf Du und Du ist mit den Ureinwohnern. Und da ist aber schon grundsätzlich die Frage zu stellen, besteht hier nicht wieder die Gefahr, dass unter dem Deckmantel dieser sanften Nutzung wieder eine Ausbeutung geschieht. Bis jetzt war es ja so, dass man vor allem den tropischen Regenwald als Holzspender gesehen hat. Es wird dem Wald durch Tropenholz, das man als einziges Produkt sieht für den Weltmarkt, ein künstlicher Wert aufgesetzt. Jetzt ist man draufgekommen, die Nicht-Holzprodukte bringen ja viel, viel mehr. Da gibt es eine Studie im Amazonas, im Peruanischen, wo die 3 Wissenschaftler Mendelssohn, Peters herausgefunden haben, dass die Nichtholzprodukte, Früchte, Nüsse, Kautschuk, Latex, ja den Wert pro Jahr und Hektar nach 1,5 Jahren schon übersteigen als der reine Holzertrag. Also so weit sind wir auch schon. Nur ist also für mich schon ein Problem, dass man jetzt da frohen Mutes multinationale Konzerne in diesen Regenwäldern Konzessionen vergibt oder auch sogenannte Schuldentausch macht, oder wie Sie zum Beispiel, Sie kaufen das Gebiet. Wir kaufen jetzt, nicht das Gebiet. Oder Sie zahlen praktisch, damit Sie hier Pflanzen erforschen. Da stellt sich für mich, Sie zahlen 1 Million, haben Sie gesagt, US-Dollar über 2 Jahre. Wir kriegen von dem Institut Proben zur Verfügung gestellt und bezahlen eine gewisse Summe an das Institut, und das Institut verwendet dieses Geld zur Erhaltung der biologischen Vielfalt. Nur worauf ich jetzt einmal grundsätzlich hinaus will, man muss da wirklich aufpassen, erstens einmal, zu welchen Preisen passiert das. Wenn jetzt diese multinationalen Pharmaindustrien Summen hergeben, die werden weit unter dem liegen, was dann der Erlös ist auf dem Weltmarkt. Wenn man dann diese Substanzen künstlich herstellt aus den Regenwaldgebieten, kann das sicher
zehnmal so viel Ertrag bringen. Und die Menschen vor Ort, die eigentlich mit diesem Ökosystem leben und die es nutzen sollten, bleiben wieder auf der Strecke. Also hier ist schon wieder die Gefahr, dass dieses Schlagwort sanfte Nutzung, Nachhaltigkeit, man entdeckt jetzt dieses große genetische Potenzial, die Nichtholzprodukte und beutet die wiederum aus. Nicht? Und es gibt ja auch schon in Brasilien, glaube ich, Schulen, die dieses indigene Wissen jetzt sammeln und aufbewahren wollen, wenn man jetzt draufgekommen ist, das Wissen geht so schnell verloren, das Wissen der alten Kulturen, der Traditionen, der Menschen, die als einzige wissen, wie sie den Wald wirklich nachhaltig nutzen. Und solange eigentlich hier keine Kontrolle und keine Mitsprache der Menschen vor Ort wirklich geschieht, ist es also für mich sehr, sehr kritisch, auch solche Projekte zu unterstützen. Aber ich glaube, Ihres ist eh im Rahmen eines, geht eher in den positiven Weg, wobei ich mir auch nicht ganz sicher bin, hat überhaupt Costa Rica, hat das Land Costa Rica dann wirklich was oder ist das nicht auch wieder zu sehr, sehr günstigen Preisen? Also es gibt einige Kritik, zum Beispiel von der SPD-Abgeordneten, die sagt, dem Land Costa Rica bleibt sehr, sehr wenig und die Drittweltländer können dann wieder ihre Medikamente oder Fertigprodukte wieder zurückkaufen. Und die Rohprodukte stammen aber eigentlich von der dritten Welt und da ist wieder... Das ist der Fall, dass Brasilien Vielfalt und auf Eigentumsrechte. Auf dem Markt sind 2000 Drogen in Brasilien. 80% von diesen Drogen sind Medikamente, die werden importiert. Mhm. 80%. Und die 200, die im Land gebaut, produziert werden, sind von ausländischer Pharmaindustrie. Mhm. Das heißt, Brasilien hat keine Chance, billige Medikamente für seine Bevölkerung zu produzieren. Weil das sind alle patentiert. Mhm. Und so ist mit Saatgut, so ist einfach mit Elektronik, so ist einfach mit Automobilindustrie, das ist alles ausländische Unternehmer, die bestimmen die Preise im Land. Das heißt, für die Versorgung der Bevölkerung, es ist katastrophal, weil die Preise internationale Standard haben. Das ist hier müsste man Schutzmechanismen was dazu sagen. Einführen. Wir sind jetzt mehr auf der Pharma-Dimension, aber ich frage mich, wo geht das andere, wo gehen die Naturreichtümer hin, also allgemein, wo geht das Holz hin, wo gehen die Mineralien hin, die Eisenerz und was immer da ausgeführt wird. Ich frage mich, ich habe da eine Statistik sogar irgendwo, dass der Rohstoffpreis verfällt. Was bringt das für den Brasilianer? Man ist immer hinübergegangen, um zu holen. Ich meine, wenn ich heute die Landkarte anschaue von Brasilien, sind heute noch die großen Städte sind alle entlang der Küste. Warum? Weil man Brasilien immer angesehen hat als ein Land, aus dem man was holt. Und zwar zum geringsten möglichen Preis. Ich meine, ein Bauer bekommt bei mir ja, am Xingu vielleicht $10 für einen ganzen Mahagoni-Baum bezahlt. Und Sie können ja fragen, was hier ein Baum gibt, bis zu 4 Kubikmetern nutzbares Edelholz. Und was er hier kostet. Wie steht es mit dem Kaffee im südlichen Brasilien? Der Kaffeepreis fällt hier. Ich meine, hier kostet ein, habe ich mir sagen lassen, ungefähr 30 Schilling ein Kilo Kaffee. Ja, 29,30, glaube ich, hat es heute geheißen, der billigste Kaffee, den man hier kaufen kann in Wien. Auf der anderen Seite, für einen Sack Kaffee bekommt ein Bauer an der Transamazonica umgerechnet vielleicht 200 bis 300 Schilling. Und der Sack hat 60 Kilo. Also ich frage mich dann immer... Für bestimmte Preise. Ja, die Preise werden bestimmt. Wir sind nicht die mächtigen Preise werden nur von den Mächtigen bestimmt. Ja. Also, und nicht von dem sogenannten Markt. Aber eben, die kommen ja nicht auf, dann diese Leute. Ich sehe ja die Leute, die haben ein von der Sonne gegerbtes Gesicht und schwielen an den Händen und am Jahresende haben sie weniger ihren wahres Anfang und die Leute arbeiten. Man hat immer gesagt, der Morbus Latinus, das sei also diese Misswirtschaft und Fehlkalkulierung und ich weiß nicht was. Ich glaube, sagen zu dürfen, dass in meinem Gebiet, das ich wirklich 27 Jahre lang kenne, die Leute arbeiten sehr, sehr hart und kommen zu nichts. Arbeiten und am Jahresende haben sie nichts. Weil die Preise einfach nicht übereinstimmen. Die Preise werden nicht von innen bestimmt. Mit dem Preis ist es genau dasselbe. Mit dem Pfeffer, mit dem Kakao, mit allem. Wenn die Erntezeit ist, dann fällt der Preis hinunter bis zum geht nicht mehr. Und wer gewinnt davon? Also ich meine, ich glaube, wenn Sie sprechen von dieser aufrechterhaltbaren Entwicklung, wie man das heute nennt, ich frage mich immer, Entwicklung, was heißt das überhaupt? Und was verstehen wir darunter? Und die zweite Frage, die ich mir stelle, Entwicklung für wen? Und da möchte ich gerade in dem Zusammenhang mit UNCE 92 sagen, dass es mich eigentlich wundert, dass man in Europa kaum etwas hört über eine Debatte über den eigenen Lebensstil und das Konsumdenken der Europäer oder der Industrienationen.
Man spricht immer im Zusammenhang mit diesem Erdgipfel über die Umwelt, spricht man immer über die Bewahrung der Schöpfung, über die Bewahrung des Regenwaldes, aber und über eine Entwicklung, die vertretbar ist, die aufrechterhaltbar ist, wo auch die zukünftigen Generationen Chancen haben zu überleben. Und man denkt auch in der Richtung immer, es braucht eine wirtschaftliche Entwicklung, also die soll ausgedehnt werden, dass alle Menschen ihre Bedürfnisse befriedigen können. Und ich denke mir immer, ja, die Entwicklung, die Bedürfnisse, welche Bedürfnisse haben die Menschen wirklich? Und gibt es nur Bedürfnisse, die für Europa zuständig sind und die anderen haben keine Bedürfnisse zu haben? Wer bestimmt denn das? Und für wen ist diese Entwicklung? Wollen wir nicht hier von Europa unseren Lebensstil, unser Konsumdenken erhalten und das immer wieder auf Kosten dieser Menschen, die sich zu Tode schuften? Also die Frage stellt sich so, wenn man von Entwicklung spricht, dann ist es immer wirtschaftliche Entwicklung, damit möglichst alle Menschen alles haben, was sie zum Leben brauchen. Wenn das wirklich durchgeführt würde, wenn alle Menschen auf diesem Planeten so leben würden, wie man in den Industrienationen lebt, dann käme es sofort zu einem totalen Kollaps der Ressourcen. Es wäre unmöglich. Da würde ich gerne anschließen. Bitte. Darum geht es doch gar nicht. Über 1 Milliarde Menschen sind heute absolut arm. Das heißt, sie leben auf der Welt von weniger als $1 am Tag. Und das mit steigendem Trend. Und wenn wir jetzt auch noch eine andere globale Entwicklung anschauen, im Jahre 2050 werden doppelt so viele Menschen auf dieser Welt sein als heute. Jedes Jahr gibt es 100 Millionen Menschen mehr. So schnell ist die Menschheit noch nie gewachsen. Und wenn man diese zwei Entwicklungen bedenkt, dann kann doch nur im Vordergrund stehen, den Entwicklungsländern eine Lebensqualität zukommen zu lassen und zu schauen, dass eine nachhaltige Entwicklung, eine Entwicklung, die auch morgen noch gilt und gültig ist, also eine umweltbewusste und eine sozial gerechte Entwicklung, das wäre Entwicklung. Das wäre das Ideal, ja. Und wenn wir vor Rio sprechen über globale Zusammenhänge, denke ich auch, müssten wir, Rio ist eine globale Konferenz, das ist auch ein Teil, warum diese Konferenz so schwierig ist, dieser Erdgipfel, müssten wir auch an diese globalen Entwicklungen denken. Aber ausgerechnet Ihre Weltbank, der hatte verheerende Katastrophe im Regenwald verursacht. Wir haben die Straße finanziert, die man vorher gesehen hat, die Straße in Amazonengebiet, in Rondônia. Man hatte die Straße gesehen, das ist eine Straße, die man baut, das ist die Öffnung des Regenwalds, das kommt jeder Lastwagen, jeder Busse. Man hat Staudämme gebaut, alles Geld von der Weltbank. Nicht? Das heißt, die Weltbank will nur eine Wachstummodelle unterstützen. Das Wachstummodell bedeutet mehr Wachstum, mehr Konsum, mehr Arbeit, mehr Konsum, mehr Wachstum. Und nachher haben wir hier diese Abfälle, diese Knappheit, diese Umweltverschmutzung und so weiter. Und das unterstützt nur das, die Weltbank. In der Tat ist es so, dass die Weltbank ganz eindeutig eine Wachstumsstrategie unterstützt und befürwortet. Ohne Wachstum wird es auch keinen Umweltschutz geben und umgekehrt wird es keine Entwicklung geben ohne ein entsprechenden Umweltschutz. Wir sind der Meinung, dass dies zwei komplementäre Aspekte ein und derselben Aufgabe sind. Was nun die Weltbank unterstützt hat in Brasilien, in der Tat ist es so, dass in Brasilien Fehler gemacht worden sind, grobe Fehler gemacht worden sind. Ja, überall, zu spät, überall. Nein, nicht überall. Es sind natürlich die ganze Völker draufgegangen auf diese dieser Fehler. Die Weltbank ist nicht. Ja, ganze Völker, Tausende ganze von Völker. Menschen wurden vertrieben durch Staudämme, die von der Weltbank jetzt finanziert wir, wurden. Die Weltbank an den Pranger stellen, international. Natürlich sind Fehler gemacht worden, man hat zu spät Entwicklungen bedacht und Implikationen nicht frühzeitig genug mit einbezogen. Ich glaube, aus diesen Fehlern hat die Weltbank viel gelernt und hat jetzt ihre Strategie jetzt vor kurz. Also erstens sind gar keine Fehler gemacht worden, sondern die ganze Politik war von vornherein falsch. Sie haben ja jetzt, machen das seit 30, 40 Jahren jetzt. Was ist passiert? Die Armen der Welt, die Reichen der Welt hatten 1950 ungefähr die 10-fache Kaufkraft von den Armen. Jetzt haben sie ungefähr die 30-fache Kaufkraft.
Zweitens, es haben ja Menschen früher überlebt, die haben ja nicht alle gehungert. Und diese Menschen sind vertrieben worden durch diese Großprojekte. In Indien allein sind durch diese Großdammbauten, Stammdammbauten, die ja zumeist von der Weltbank finanziert wurden, seit der Unabhängigkeit 11,5 Millionen Menschen vertrieben worden, weil ihre Heimat unter Wasser gesetzt wurde. Das ist viel, viel mehr als durch die ganzen Streitigkeiten zwischen Hindus und Moslems und so weiter vertrieben wurde. Und man hat also festgestellt, dass diese Behauptungen, die hätten jetzt woanders gleichwertiges Land, dass das alles nicht stimmte. Nicht diese Pläne sind auf Sand gebaut, man hat also das analysiert, die ganzen Projekte. Dadurch zum Beispiel ist ja erst diese Bewegung gegen den Narmada-Staudamm, gegen diesen größten aller Projekte entstanden. Die Meda Patkar, unsere Preisträgerin, die kam ja nicht dahin, um den Widerstand gegen den Staudamm zu organisieren, sondern um diesen Menschen zu helfen, wenn sie vertrieben werden, dass sie jetzt auch kompensiert wurden, und merkte, dass die Pläne dann überhaupt auf Sand gebaut sind, dass es also nie eigentlich passiert ist. Nicht? Die ganze Politik ist ja ein riesiges Versagen. Und das muss man, da kann man nicht einfach so tun, naja, es sind halt ein paar Fehler gemacht worden. Außerdem ist leider die Glaubwürdigkeit der Weltbank, besonders in Sachen Umwelt, natürlich gleich null, weil schon seit über 20 Jahren erzählt wurde, dass die Weltbank sich um Umwelt kümmern wird. Und dann hat ja die Zeitschrift Ecologist vor einigen Jahren ein internes Memo von 84 veröffentlicht, wo praktisch also drin stand, naja, das ist also eine PR-Sache, aber wir können natürlich gar keine Umweltbeurteilungen vormachen. Und dann hieß es dann, aber jetzt machen wir es. Und jetzt sind wir in der grotesken Situation, dass diese ganze Umstellung zu einer tragfähigen Entwicklung, und die wird ja kommen, so oder so, ist nur Frage, wer die bestimmt, die soll also von der Weltbank kommen, nicht? Das soll dieses Global Environmental Facility, soll jetzt diese ganzen großen Umweltabkommen, die aus uns entstehen, die sollen, das ist ein Teil der Weltbank, das ist ja nun grotesk, wenn man also sagt, wir brauchen jetzt eine tragfähige Entwicklung und schaffen eine neue Institution und die Weltbank ist dann auch ein Teil davon, das wären die richtigen Prioritäten. Aber so wie das jetzt ist, das ist natürlich der Wunsch der USA, aber für die armen Völker heißt das, wir machen weiter wie bisher und bauen bei denen dann so ein paar Nationalparks, nicht? Und pflanzen ein paar Bäume an in Indien, damit wir hier weiter verschmutzen können wie bisher. Das ist also die Politik der Weltbank. Das ist Ihre Meinung? Nein, das ist die Politik seit 40, 50 Jahren. Es gibt unterschiedliche Realitäten und verschiedene Wahrheiten. Ihre Meinung? Ich glaube nicht. Das sind nicht Meinungen. Zeigen Sie doch Beispiele, wo die Leute umgesiedelt worden sind in Indien von diesen Staudämmen. Ein einziges Beispiel. Die Meda Patkar hat sich das beste Beispiel ausgesucht, was ihr von der Weltbank gezeigt wurde, so ein Modelldorf. Und hat festgestellt, auch da ist die Säuglingssterblichkeit auf das Vierfache gestiegen. Das ist ein enormer Fehlschlag der Weltbankpolitik. Das zeigen auch ihre eigenen internen Untersuchungen, nicht? Die sie kürzlich gemacht haben von über 1000 Weltbankprojekten. Eine unabhängige Expertenkommission. Die Kommission untersucht im Moment den ganzen Narmada-Projekt. So wie Sie das darstellen, kann man das nicht tun. Es kommt ja auch darauf an, wie viele Leute sind umgesiedelt worden oder mussten umgesiedelt werden und wie viele Leute profitieren von der Bewässerung, nicht? Dieses Verhältnis. Ja, und gerade diese Profite, die gibt es also praktisch nicht. Das sind ein paar Großgrundbesitzer, die davon profitieren. Das ist nicht so richtig. Ich sehe grundsätzlich auch ein sehr großes Problem, dass jetzt dieser Mythos Sustainable Development, mit dem hausiert man jetzt auch bei der großen Rio-Konferenz, das hat schon einen sehr inflationären Charakter. Auch Sie hausieren mit dem Begriff multinationale Konzerne, NGOs, nur jeder hat unterschiedliche Vorstellungen. Niemand weiß, was ist wirklich Sustainable Development. Es hat schon einen mythischen Charakter, einen pseudoreligiösen Charakter. Sustainable Development wird nun alle globalen Probleme lösen. Und das ist also schon, glaube ich, ein Grundfehler. Es ist keine Frage, wir müssen uns sehr wohl Gedanken machen, wie wir den Weg in eine tragfähige, dauerhafte Entwicklung ins 21. Jahrhundert schaffen. Nur müssen wir sehr wohl die harten, bestehenden Fakten der Welt, den Nord-Süd-Konflikt erkennen. Wir müssen uns mit der Verschuldungsproblematik intensiv beschäftigen. Die wird nicht diskutiert, ist nicht auf der Tagesordnung in der Rio-Konferenz, genauso wenig wie die Rohstoffverschwendung. Und das Gleiche ist jetzt bei der Weltbank das Problem, die schon angesprochen wurde, Global Environmental Facility, wo die Weltbank sich jetzt aufspielen will als Verwalter sozusagen dieser Gelder und es also da massive Proteste gibt der NGOs, der Nichtregierungsorganisationen, die einfach sagen, bitte nicht wieder die Weltbank, die diese Gelder verwaltet. Es ist einfach viel zu undurchsichtig, die Beteiligung ist nicht demokratisch, die Projekte sind nach wie vor umwelt- und menschenverachtend. Also Weltbank hat ja vor kurzem verkündet, sie wird keine regenwaldzerstörerischen Projekte mehr unterstützen. Das wurde nicht eingehalten, bitte. Es war jetzt wieder in Thailand der Bakmun-Staudamm, der wird von der Weltbank finanziert. Auch zwei österreichische Firmen schneiden hier gut mit.
überhaupt im Kraftwerksbau sind ja sehr viele österreichische Unternehmen, wie auch Ihre Firma, beteiligt und verdienen also wirklich an menschen- und umweltzerstörerischen Projekten. Sie sagen dann immer wieder, Entschuldigung, das hat mit uns nichts zu tun, wir liefern ja nur. Nur bitte, diese Firmen machen ein Geschäft und machen dazu noch ein sehr billiges, einfaches Geschäft, nämlich gar nicht so, wie es immer dann gelobt wird, die freie Marktwirtschaft, da herrscht Druck, da herrscht Konkurrenz und wir gehen ein hohes Risiko ein. Das ist ein sehr leichtes Geschäft, weil meistens wird es kofinanziert von der Weltbank oder die Kredithaftungen kommen von der Kontrollbank, von der österreichischen oder von privaten Firmen. Lassen wir den Herrn Reuth selber zu Wort kommen. Ja. Ich glaube, ich bin das jetzt dran. Also, wie Sie wissen, dass unser Geschäft so leicht ist und dass wir so großen Gewinn machen, würde ich Sie fragen, wo Sie diese Informationen herhaben und das so. Es geht nicht um Gewinne, es geht um Beteiligung an großen Industrieprojekten. Gerade die Firma Docker Ondas ist ja beteiligt am Balbina Staudamm in Brasilien, wo die Indianer, werden Sie selber auch aus Erfahrung erzählen können, weil Mireatuari-Indianer wurden umgesiedelt. Es wurden ca. 2500 Quadratkilometer tropischer Regenwald überflutet durch diesen katastrophalen Balbina-Staudamm. Das sind also Monsterprojekte, die hier gefördert werden. Der Volkswirtschaft bleibt überhaupt nichts im Lande, weil ja der Strom meistens nur an Exportindustrien geht, die wiederum für den Weltmarkt dienen, Aluminium, Eisenerz, Bauxit. Also das ist ganz klar Industrieinteressen, die auf der Hand liegen. Die Menschen werden nicht gefragt, werden umgesiedelt. Das Gleiche ist, ich habe jetzt Park Moon in Thailand erwähnt, wo wirklich der Widerstand der Menschen vor Ort gebrochen wird durch die Finanzierung der Weltbank und anderer Unternehmen. Und da frage ich mich wirklich, wie können Sie behaupten, einerseits, würde mich gerne mal Ihre Stellungnahme interessieren und auch von der Weltbank sozusagen dieses positive Richtung, wir sind jetzt anders, wir haben uns verändert. Also bis jetzt ist wirklich kein Ansatz da, dass sich die Weltbank grundlegend verändert hat. Und auch diese Öko-Richtlinien sind in der Theorie nicht einmal so schlecht, nur sie werden ja überhaupt nicht eingehalten. Also das wäre schon noch näher zu erläutern. Sie machen Behauptungen, die also einfach nicht stimmen. Was die Global Environment Facility, um konkret zu werden, angeht, das ist ja ein Pilotprogramm von über einer Milliarde Dollar für globale grenzüberschreitende Umweltprojekte in Entwicklungsländern, die gemeinsam von der Weltbank mit zwei anderen UN-Organisationen verwaltet wird. Weil diese internationalen Probleme von den Entwicklungsländern nicht selber finanziert werden können. Also Sie wissen, dass der Widerstand groß ist der Entwicklungsländer, dass die Weltbank diese Gelder finanziert, also verwaltet sozusagen. Es gibt Widerstand, es gibt aber auch, glaube ich, so kann man sagen, keine besonders große Begeisterung von Seiten der Geldgeber, diese Gelder anders verwalten zu lassen. Vor allem die USA drängt ja sehr massiv drauf. Nein, das ist nicht die USA, es sind über 32 Länder, die da dabei sind, auch Entwicklungsländer. Also die Alternative eines grünen Fonds von den Entwicklungsländern zu verwalten, wer soll dafür bezahlen? Die Weltbank ist eine Bank, die funktioniert wie jede andere Bank auch. Das muss man mal so ganz klar sagen. Es ist klar, dass die Stimmrechte, die Industrieländer stärker sind als die Entwicklungsländer. Das ist völlig richtig, natürlich. Wir haben ein AAA-Standing, wir refinanzieren uns auf den Kapitalmärkten. Das ist das beste Rating, das beste Standing, was man auf dem Kapitalmarkt haben kann, um Gelder aufzunehmen zu besonders günstigen Bedingungen und sie auch zu besonders günstigen Bedingungen wieder verleihen zu können. Wir haben bessere Zinssätze als Geschäftsbanken beispielsweise und insofern sind unsere Gelder auch billiger. Also haben sehr harte Auflagen. Da muss man kurz was sagen, dass die Weltbank, es ist interessiert, das ist kein geschenktes Geld, das ist geliehenes Geld. Ich sagte wir sind eine Bank. Das ist eine Bank und das muss man auch in Kauf nehmen. Die Geldbank gibt hier einen Kredit und sagt, welches Projekt kannst du damit finanzieren ob das Land dieses Geld zurückbezahlen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine kleine biologische Landwirtschaft mit kleinen Bauern, ich erhalte den Regenwald, ich gebe den Menschen dort was zum Essen, haben wir eine Möglichkeit, Gerechtigkeit, aber dieser Kredit wird niemals zurückbezahlt. Aber eine Staudamme sagt die Regierung, gut, ich verkaufe hier Strom, Tarif. Was ich damit mache, ist es egal. Interessant ist, dass dieser Kredit zurückbezahlt werden muss. Natürlich. Und wenn ein Land das nicht bezahlt, der kriegt nie wieder. Und deswegen werden diese Projekte... Das ist auch nicht richtig werden. Kriegen sie wieder? Ja. Wenn sie nicht bezahlen? Ja. Gut, mag sein. Ich möchte auch gern den Herrn Röck jetzt einmal zu Wort kommen lassen. Ja, ich glaube, Stichwort Stauwort. Stichwort war Balbinas. Ich würde das Projekt gerne zum Anlass nehmen, hier drüber zu diskutieren. Wir werden ja auch von Global 2000 immer in dieser Form zitiert. Vorweg möchte ich schicken, ich habe hier in der Diskussion gehört über die Frage,
der Schuld der internationalen Seite und auch die scheinbare Vorgabe der Industriegesellschaften, dass sie das nur zum Image jetzt umdenken. Ich glaube, man muss aus innen, aus der Wirtschaft sehen, ich kann das aus unserem Beispiel sehen, dass auch hier in Europa, vielleicht sieht man das in Brasilien nicht so stark, auch hier ein großes Umdenkprozess in den letzten 10 Jahren in Gang gekommen ist und dass die Industrie hier auch sehr wohl begriffen hat, dass die Umweltbedrohung eine große Herausforderung ist. Und es wird in den Firmen nicht nur Image gemacht, sondern sehr viel auch innen getan. Das, glaube ich, sollte man hier mal auch zur Kenntnis nehmen. Sie können sich gerne überzeugen, ich lade Sie zu uns im Betrieb ein, würde Ihnen gerne mal vorführen, Sie können sich selber mit unseren Leuten unterhalten, was hier an ganz konkreten Dingen für die Umwelt getan wird. Also das alles abzutun. Ein Beispiel? Auch ein Beispiel. Wir entsorgen unsere Dinge extrem. Wir machen, unsere Entwicklungsabteilung arbeitet intensiv in der Richtung, recycelbarer Produkte zu machen, wobei wir hier von den Rohstoffen ja sehr günstig liegen in dem Bereich, in dem wir sind. Das Unternehmen ist, sind große Fortschritte erzielt worden in den Emissionen, die wir haben. Von wasserlöslichen Lacken bis zur Entsorgung des Wassers, das bei uns heute sauberer hinausgeht, als es hereinkommt. Es ist also hier viel von den Mitarbeitern und von der Firma viel in Gang. Und nicht nur bei uns, sondern in vielen Industrien. Ich glaube, dass hier abzutun, dass das nur Image ist, es sind sicher Imageprojekte auch dabei, aber das wäre, glaube ich, verfehlt. Es wird auch in Europa nur viel getan. Ja, wie also alle Studien, auch zum Beispiel bei der EG, sagen, dass sich die Umwelt auch in Westeuropa noch immer verschlechtert hat in den letzten 10 Jahren. Und Wenn man dann also mit den Umweltverschmutzern spricht, mit der Industrie, sagen die alle, wir haben uns doch so gebessert. Ja, aber das passt irgendwie nicht zusammen. Aber Herr von Uexküll, die Pauschalverurteilung können wir nicht auf uns sitzen. Das ist keine Pauschalverurteilung, es ist nur eine Frage, wie Sie diesen Konflikt erklären, dass sich die Umwelt noch immer verschlechtert, obwohl Sie sagen, die Industrie macht es jetzt viel besser als vorher. Also als Ganzes geht es natürlich nur mit generellen Regelungen, auf reiner Frage. Freiwilligkeit geht das nicht. Ich behaupte aber, dass in der Industrie sehr intensiv ein Umdenkprozess ist und sehr viel getan wird. Natürlich geht das nicht über Nacht. Es gibt aber auch viele Industrien, die ihre Emissionen ganz drastisch herunterbekommen haben. Ich hätte aber jetzt schon ganz gerne eine Stellungnahme von Ihnen als Vertreter der Firma.